Die Ankündigung von Zuvermieten wurde von der Community größtenteils positiv aufgenommen, aber ein wenig Skepsis war trotzdem, gerade in Bezug auf das Vermieter-Gameplay wahrzunehmen. Eine erste Einordnung dazu gibt es in diesem Video. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde immer die Zeit direkt nach einer Ankündigung von einer neuen Erweiterung bei The Sims 4 ist wirklich die beste. Ich glaube, nach den Leaks aus der letzten Woche konnten wir uns dieses Thema jetzt auf jeden Fall schon so herleiten. Aber ich hätte wirklich nicht mit diesem Thema gerechnet, einfach da ich das Gefühl hatte, dass es in der Community jetzt gar kein großer Wunsch mehr war. Wir hatten ja eigentlich schon mit Großstadtleben ein sehr ähnliches Grundthema, so mit diesem Wohnen in Apartments. Und ich glaube auch in der Vergangenheit, jetzt zum Beispiel bei The Sims 3, kam es nie so vor, dass sich Erweiterungspack-Themen so nah waren, wie es jetzt der Fall ist. Ich muss auch sagen, dass mich der Trailer ziemlich abgeholt hat. Das war bei einigen The Sims 4 Trailern, zum Beispiel bei Pferde Ranch, oft nicht so ganz der Fall. Was mir aber nicht so ganz zugesagt hat, war auf jeden Fall die neue Welt. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass Tomorrowland hässlich wäre oder so, aber ich finde wirklich, dass diese Welten so ein bisschen wie so ein Hybrid aus ganz vielen verschiedenen Welten, die wir bereits im Spiel hatten, rüberkommt. Gerade wenn ich daran denke, dass es ja auch in dieser Welt so tropischere Bereiche gibt. Und bei diesen Szenen muss ich wirklich direkt an Sulani denken. Ich glaube, das kommt hauptsächlich auch davon, dass Sulani und sich diese Welt irgendwie die gleichen Palmen teilen. Hätte man die ausgetauscht, wäre der Effekt wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise so stark. Umso besser sind mir auf jeden Fall die neuen Gameplay-Objekte in Erinnerung geblieben. Gerade, dass die Kinder mal wieder neue, süße, kleine Aktivitäten wie das Murmelspielen oder auch das Hüpfkästchen erhalten haben, finde ich sehr gut. Das sind ja auch wirklich immer große Community-Wünsche, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Von denen hatten wir gerade in Pferde Ranch und auch sonst in den letzten Packs in Highschool-Jahre super wenig. Wir bleiben auch direkt beim Gameplay. Ich habe ja vorhin so ein bisschen die Großstadtleben-Erweiterung hier mit reingebracht. Da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass die Entwickler das neue Gameplay aus diesem Pack auch vielleicht mit den Apartments aus dem Großstadtleben-Erweiterungspack kompatibel machen. Vielleicht können wir die Apartments auch aus diesem Erweiterungspack dann vermieten. Oder es wird so sein, dass dann auch mal der Vermieter dann in den Großstadtleben-Apartments vorbeischaut. Ich glaube, das könnte man da auf jeden Fall noch sehr gut erweitern. Bin ich mal gespannt, ob sie daran denken werden. Als Vorbereitung auf dieses Video habe ich mir auch nochmal den Blog-Eintrag genauer angesehen. Auf die Sims wartet das Drama direkt vor der Haustür, denn sie haben reichlich Gelegenheit, die Geheimnisse der anderen zu lüften, indem sie lauschen, schnüffeln oder sich sogar unberechtigt Zutritt verschaffen. Der Einbrecher hat man ja schon im Trailer eindrucksvoll gesehen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann so hinter diesem Lauschen, Schnüffeln und so stecken wird. Das klingt dann nämlich für mich wirklich nach lustigem neuen Gameplay, was sich dann auch so ein bisschen in den Alltag einschmiegt. Weil meiner Meinung nach diese Erweiterung ja wieder so eine ist, die eher so ein bisschen abgekapselt vom normalen Alltags-Gameplay funktioniert. Da mag ich solche Features dann besonders gerne. Wenn für euch klar ist, dass ihr euch die Erweiterung holt, schaut gerne bei Instant Gaming vorbei. Dort gibt es das Pack für nur 34,50 Euro, deutlich günstiger. Link ist auch in der Beschreibung. Aber ich muss halt sagen, dass ich dem Haupt-Gameplay-Aspekt dieses Packes noch nicht so 100% vertrauen kann. Und das ist auf jeden Fall das eigentliche Vermieten- und Vermieter-Gameplay. Wir wissen ja, bei The Sims 4 gibt es tatsächlich Packs, bei denen sich das Gameplay oft irgendwie wiederholt. Und da habe ich halt auch bei dieser Erweiterung gerade so ein bisschen Bauchschmerzen. Das Worst Case wäre ja in dem Fall irgendwie so, als Vermieter bekommen wir dann zum Beispiel einen überraschenden Anruf, der Stromgenerator ist ausgefallen, dann nehmen wir die Aufgabe an, sehen einen Ladebildschirm, reparieren dann vielleicht den Stromgenerator, quatschen nochmal irgendwie mit einem Anwohner und gehen dann wieder zurück nach Hause. Es kommt wieder ein Ladebildschirm und die Aufgabe ist zu Ende. Und ich denke halt, wenn sowas dann öfters auftritt, ist es halt einfach nicht mehr so ganz spannend. Ich habe auch schon überlegt, ob es sich dabei vielleicht um eine Art Beruf handelt, aber dazu hat man ja im Blog-Eintrag nichts gelesen. Ich denke halt eher, dass das vom Prinzip dann so ein bisschen ist wie das Tierheim oder die Restaurants, dass man sich das dann auch zeitlich sehr frei einteilen kann. Ich glaube, wie das alles funktioniert, da müssen wir auf jeden Fall noch auf den Entwickler-Livestream warten, der ja immer stattfindet vorher. Noch eine Kleinigkeit, die ich auf jeden Fall übersehen habe, ist hier die Community-Events. Da gibt es dann Mitbringbuffets und Poolpartys. Irgendwie dachte ich, dass wir die Poolpartys als gesellschaftliches Ereignis schon im Spiel hatten. Was ich jetzt auch nochmal besonders positiv hier an der Stelle erwähnen wollte, ist die Anzahl der neuen Merkmale und Bestreben. Also ich muss wirklich sagen, 4 neue Bestreben, 5 Merkmale, das kommt ja schon fast an The Sims 3 ran. Da gab es ja quasi mit jedem Pack so viel. Und ich finde es tatsächlich auch ganz cool, dass die Senioren ein eigenes Merkmal bekommen haben. Ich glaube, es schadet auf jeden Fall den einzelnen Altersstufen in The Sims 4 nicht, wenn es mal Sachen gibt, die es dann nur exklusiv
inklusiv auch für Rentner gibt, weil sich die erwachsenen Sims von den Teenagern bis zu den Senioren ja wirklich recht gleich spielen. Ansonsten bleibt auf jeden Fall zu sagen, dass dieses Pack auf jeden Fall jetzt nicht auf meiner Wunschliste stand, ich aber bis jetzt eigentlich recht positiv eingestellt bin, aber trotzdem noch eine gesunde Skepsis habe. Da werden wir in den weiteren Wochen noch viele neue Infos erhalten, da freue ich mich auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass sie jetzt endlich die Einbrecher richtig als Basisspiel-Update hinzufügen, das muss auf jeden Fall noch bestätigt werden. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.